Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Simultrans Let's Play von Pack 128 und wir machen heute dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen die Haltestellen weiter entlasten und einen ganz großen Schritt sehe ich da drin gemacht, indem wir hier oben Karlsruhe mal mit dem Stadtverkehr versorgen. Erstens haben wir hier ein Monument, also ein Monument. Und zweitens mal ist die Abdeckung zwar schon relativ gut, aber halt noch nicht so hundertprozentig. Und dadurch können wir auf jeden Fall hier diesen Mainauer Zopfbahnhof mal so ein bisschen entlasten. Und da fangen wir dann auch gleich mal an, würde ich sagen. Als erstes bauen wir hier oben eine Zopfhaltestelle hin. Ist die Frage, weil wir hier noch nach Dortmund müssen, die Wege sind ungefähr gleich lang, würde ich sogar fast vorschlagen, dass wir das Monument hier so als Mittelpunkt von einem Zopfbahnhof irgendwie verwenden. Ich hoffe, das reicht. 1, 2, nee, reicht nicht ganz. Dann können wir hier auch nochmal eine kleine Straße setzen. Dann haben die Fahrzeuge es nicht so weit, die können gerade durchfahren und dann haben wir das auch schon. So, ich muss die Abdeckung jetzt aber anmachen, damit wir auch sehen, was wir genau machen. Ja, in diesem Schritt ist es jetzt aber äußerst wichtig, dass wir erst die beiden, also erst die Stadtbuslinie bauen, möglichst die Haltestellen, die jetzt schon dort in der Stadt sind, mit einbinden in eine neue Stadtbuslinie und diese dann erst zum Schluss losschicken und erst dann im Anschluss die Linien halt verändern, weil uns sonst die ganzen Fahrgäste wegfallen würden, die nach Karlsruhe wollen. Und das über die Karte verteilt, kann ich nicht einschätzen, wie viele das insgesamt sind. Deswegen ist das halt für mich am sinnvollsten. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem, Karlsruhe H können wir jetzt nicht so direkt mit einbinden. Da habe ich aber eine andere Idee. Dazu kommen wir aber gleich denn. Da muss ich hier nochmal einmal überlappen, weil dort der Abhang kommt. Dann wird das die Stadtbuslinie, die fährt dann hier wieder zurück. Jetzt ist die Frage, warum er den Bahnhof nicht mit dem zusammengeschlossen hat. Ach nee, hat er. So. Gut, dann haben wir jetzt hier noch ein Gebäude, was ich jetzt auch noch nicht mit reinbekomme. Das macht mir aber gar nichts. Die sind auch beide angeschlossen. Mit der steht sie. Jetzt ist die Frage. Müssen wir 1, 2. 1, 2. Also der Bahnhof, der kann bleiben. Und dann lassen wir ihn hier nochmal wieder. Nochmal einen Schritt rausfahren. Ja. Und dann fährt er dieselbe Linie auch wieder zurück. Und dann sollte das ganz gut klappen. So, ja, wie gesagt, bleiben wir auch dabei, dass Städte mit Stadtbussen, die bekommen auch ein Depot. Und dann müssen wir uns jetzt mal einen geeigneten Stadtbus aussuchen. Wir haben hier immer noch den RVG KS33. Es ist natürlich die Frage, wir können jetzt in den Städten auf 50 fahren. Ob wir dann nicht auch einen vergleichsweise kostengünstigeren Bus haben. 48 bei 60 Fahrgästen, das würde der mit Anhänger machen. Was kostet der mit Anhänger? 66 und der kostet alleine 96. Könnten natürlich auch von Anfang an den, der kostet 90. Kann. Nee, der. Nee. Ich glaube, wir bleiben bei dem hier und dann mit Anhänger das Ganze. Vorerst. Und dann werden wir da mal jetzt die Linie erstellen. Also, wir fangen im Zop an, müssen wir uns merken, dass wir hier oben die Ecke für den Stadtbus ausgewählt haben. Dann soll er diese Station anfahren. Diese und diese. Karlsruhe H, wenn wir nachher irgendwann mal abreißen, ist jetzt nur, da stehen 314 Fahrgäste, die jetzt gleich erstmal zum Zop hier oben wollen. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir die erstmal mit einbinden. So. French Park, das ist ja die Station, die kommt nachher weg. Fahren wir hier runter. Dann wieder raus. Und das Ganze werden wir dann mit einer Rückfahrkarte versehen. Nur aufpassen. French Park H, Karlsruhe Mitte. Gut, das passt soweit. Dann können wir den jetzt losschicken. Und jetzt können wir die Stadtbuslinien, die bis jetzt nach Karlsruhe fahren, können wir jetzt umändern. Das ist hier einmal der Fernbus Dortmund-Karlsruhe. Den können wir jetzt
nach Karlsruhe Haupthaar schicken. Und dann haben wir noch den Mainau Karlsruhe. Ah, das. Ah, hier, nee, oh. Oh. Doch. Ich dachte schon, dass ich jetzt den Stadtbus geändert habe. Naja. Hat schon soweit gepasst. So, jetzt wird es natürlich interessant, weil jetzt diese Linie, die hat jetzt natürlich hier diese ganzen Karlsruhe Bahnhöfe mitgenommen. Die werden wir erstmal alle löschen. Jetzt hoffe ich nur, dass mir da oben die Fahrgäste nicht wegfallen, die 300. Bis die wieder da sind, das dauert. Und dann wird der hierher fahren. Und dann haben wir mit einem relativ geringen Kostenaufwand haben wir die Linie halt oder Karlsruhe jetzt halt den Stadtverkehr verpasst. Wir haben jetzt hier die 13.000 minus zwar. Wir nur gucken, dass wir den Bahnhof hier leer kriegen. Und dann können wir jetzt auch mal zur Übersicht diesen Bahnhof hier löschen. Ja, oder diese Bushaltestelle ist ja kein Bahnhof. Und dann sollten jetzt hier langsam die Fahrgäste abgebaut werden und wenn die dann auf Null sind, dann können wir die Stationen aus der Stadtbuslinie mit rausnehmen. Das dauert jetzt aber natürlich ein bisschen und ja, dann können wir uns mal umschauen, was wir denn so als nächstes vorhaben könnten. Gucken, ja, gucken erstmal in die Haltestelle. Na, Hamm, Hilden, bauen jetzt alle wieder gleichzeitig. Okay. Wir gucken erstmal in die Haltestellenliste und wir sehen, in Hamm warten 700 Fahrgäste und mehr. Da müssen wir dringend etwas dran verändern. Ja, die wollen allen nach Freiburg. Jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir ein Fahrzeug haben, welches ein bisschen schneller fährt als dieser kleine Weiße da. Bin ich zumindest der Meinung, 58 fährt der. Dann gehen wir mal ins Depot nach Hilden und schauen uns dort mal um. 58, ich meine, ich hätte einen gesehen, der schon schneller ist. Nee, Irrtum. Der ist genauso schnell, hat dann aber entsprechend nicht die doppelte Kapazität, aber so ein. Ja, er könnte auf jeden Fall, aber er ist auch doppelt so teuer denn, ne? Wir haben doch hier noch einen 58er, 55. Der ist der einzige 58er, den ich noch habe. Den 55 hier mit 45. Nee, wir nehmen hier den gelben Bus. Davon nehmen wir dann gerade mal zwei Stück. Die werde ich hier gerade mal. Nee, wir schicken erstmal nur einen los. Das wird sonst zu teuer. Haben Freiburg. War das Freiburg da oben? So, dann schicken wir den erstmal los. Dann sollten auf der Linie jetzt drei Fahrzeuge, wenn ich nicht irre, unterwegs sein. Haben Freiburg. Genau, und da werden wir den. Wenn wir den hier mal wegnehmen. Ne, wir lassen den erstmal fahren und gucken uns jetzt mal an, ob da oben die Fahrgäste abgebaut werden oder nicht. Weil, ja, 800, das ist schon eine Hausnummer. Das ist wahrlich schon eine Hausnummer. Also wir sollten auf jeden Fall so alsbald möglich die erste Eisenbahnverbindung zwischen Mainau, Hamm und Freiburg herstellen. Interessant dabei zu beobachten ist natürlich auch, dass die Leute nur über Freiburg Rathaus wollen. Freiburg hat noch keine Stadtbuslinie, das heißt, da gibt es eine Station. Das heißt, wir können mal hier gucken, wo die meisten hin wollen. Ja, Zugangszeichen sage ich schon. Die wollen nach Emmerich ans Rathaus. Ja, wäre natürlich jetzt dann vielleicht nicht verkehrt, wenn wir dort dann vorübergehend einen Bus einsetzen, der wirklich von Hamm direkt nach Emmerich durchfährt. Wobei ich da schon wieder die Schwierigkeit sehe, dass wir, wenn ich das nachher runter, also wenn ich den Bus nachher wieder runterholen würde, dass wir dann wieder in derselben, in Anführungsstrichen, beschissene Situation sind wie jetzt. Und das relativ schnell. Also, das ist schon so ein Hin und Her. Also ganz wichtig, was ich jetzt in dieser Folge auf jeden Fall machen werde, ist diese Quad-TT-Schüttgutstransporter mal von der Straße runterholen. Und ja. Stoppuhr ist mal wieder nicht mitgelaufen. Ich muss mal kurz gucken hier. 9 Minuten 30 haben wir schon. Gut. Ich habe meine Stoppuhr mal wieder vergessen. Aber es stört ja nicht, wenn man Camtasia kurz ins Bild reinluschert. Ja. Also die werde ich auf jeden Fall austauschen. Die beiden, der Zementlaster hier, der macht auch kontinuierlich Minus. Das liegt halt einfach daran, dass der hier oben immer um Pudding rumfahren muss, also nicht gerade den kürzesten Weg zum Betonberg nimmt.
Und was mir Sorgen bereitet, ist dann halt immer noch dieser Werksbus, weil ich mir immer noch nicht so richtig erklären kann, warum hier kaum Fahrgäste sind, obwohl dort 100 Stück pro Monat generiert werden sollen. Oder 70 Stück. Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass da viele nach Hamm wollen und Hamm ist überfüllt, Freiburg ist überfüllt. Freiburg wird auch weiterhin überfüllt bleiben erstmal. Ja, anders kann ich mir das eigentlich erklären. Das Ganze kann man durch einen ganz einfachen Trick eigentlich lösen, indem wir einfach diese beiden Städten, die jetzt überfüllt sind, einen ZOB, also einen Omnibusbahnhof vor die Stadt setzen quasi. Und die ganzen Fahrgäste, die halt aus der Stadt rein und raus wollen, alles über diesen Omnibusbahnhof laufen lassen würden, dann würden wir die dort anstauen. Die würden dann zwar dort verstopfen, aber es wäre halt so, dass in der Stadt weiterhin die Fahrgäste generiert werden, weil sie eigentlich nur so zwischengespeichert werden. Das ist übrigens, also das werdet ihr, ich weiß nicht, ob ich heute oder morgen schon das nächste Server-Video online stelle. Es ist nämlich einiges passiert. Und ja, da werde ich das dann auch nochmal genauer an einem Beispiel erklären, weil ich dort auch so eine ähnliche Konstruktion gebaut habe. Aber da verrate ich jetzt mal nicht zu viel. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, je nachdem, was heute noch so passiert. Also heute ist Dienstag. Dieses Video kommt am Mittwoch. Also quasi ist es so, ich weiß nicht, ob ich gestern oder heute das Video online stelle zum Server. Und ja, dann werden wir dann halt mal, werde ich euch das Ganze nochmal genauer zeigen, wie man das halt sich zu Nutzen macht, dass man halt quasi Güter und Fahrgäste zwischenspeichern kann. Geht in einer gewisser Art und Weise auch in Richtung Cheat. Aber ja, warum die Möglichkeiten des Spieles nicht nutzen. Also in dem Packset mache ich das jetzt nicht, weil das hier wirklich gescheatet wäre. Aber im Comic-Packset, was ja noch nicht so hundertprozentig ausgewogen ist, also zumindest was die Fabriken betrifft, hilft das dann nochmal so mehr oder weniger ein wenig Luft zu bekommen. Aber wie gesagt, dazu dann gestern oder heute mehr. Okay. Jetzt müssen wir hier, ja, die Fahrgäste sind gleich alle weg. Dann können wir einen Krytor von den Kleinen, können wir dann nach zwischen Freiburg und was ist da unten? Berlin erstmal hin und her schicken. Weil sich ja jetzt hier die Fahrgäste. Jetzt sind wir in Emmerich. Ich wollte eigentlich nach Freiburg. Weil sich ja jetzt hier die ganzen Fahrgäste angestaut haben. Wobei es geht. Es geht. Unglaublich. Also da haben wir relativ schnell das Problem hier in den Griff gekriegt mit einem Bus. Und ich sehe auch, dass wir relativ schnell viel Geld verdient haben. Wobei das täuscht. Also es ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Dann gucken wir nochmal in die Haltestellenlisten, machen uns den Filter wieder an jetzt. Ja, der ist schon an. Dann sind wir jetzt in Karlsruhe am Haupt. Da wollen hin nach Dortmund 241. Das sind jetzt alle die umsteigen von Mainau, glaube ich. Wer fährt hier nach Dortmund? Ein Krytor fährt dort. Der Kleine. Der sollte das eigentlich alleine gut hinkriegen. Emrich, das ist jetzt alles, was durchgewunken wird, oder? Wir wollen nach Berlin nach oben. In Berlin am Rathaus, das ist jetzt wirklich das, was nach Emmerich soll. Also im Großen und Ganzen haben wir das jetzt soweit erstmal im Griff. So, wir lassen mal weiter vorlaufen, dass ich hier unten die LKWs endlich austauschen kann. Wobei wir uns hier jetzt auch mal langsam die Frage stellen sollten. Also Kohle kann ja da mehr als genug rein. Zement wird ja auch schon abgeholt hier. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir mit dem Zement hier unten in Mainau schon wieder. Gehen wir mal gucken. Ist das noch im Einzugsgebiet? Nein. Okay. Ja, wir müssen ja mal gucken, weil der wird jetzt irgendwann demnächst anfangen voll zu laufen. Ja, er ist nicht mehr weit weg davon. Okay. Das könnte jetzt auch zu einem Problem werden. Weil, also Sand bekommt er, das Steingrube ist natürlich, ja, wie ich mir gedacht habe, die hier oben, die so einsam und müde in der Ecke rumsteht. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn es die hier oben oder die hier an der Straße gewesen wäre. Das ist ein Problem. Weil es Geld kostet, die zu erschließen. Weil ich muss eine Straße von hier bis an das Betonwerk ran bauen. Aber wir müssen die Industriekette anschließen. Das hat ja sonst keinen Zweck. Das hat sonst echt keinen Zweck.
nochmal ins Linienverwaltungsfenster gucken. Jetzt ist die Kohle Stein, ist jetzt auch schon veraltet. Also für Zement gibt es einen Speedbonus, das weiß ich. Ist natürlich die Frage. Nee, also wir werden da jetzt auf jeden Fall die Steine anschließen müssen. Weil sonst läuft uns das Werk hier voll und dann verdienen wir daran gar nichts mehr. Also wenn wir diese Folge würden wir das wahrscheinlich noch überleben. Wobei es jetzt halt so rein kostentechnisch gesehen wäre es die interessanteste Variante, dass mit den, dass in dieser Folge noch so ein bisschen was passiert. Aber, also mich wundern, ich trinke nebenbei noch so ein bisschen meinen Guten Morgen Kaffee. Ja. Eigentlich müssten wir das machen. Weil das, da gehen ja jetzt nur noch 260 Tonnen rein. Einzig, was wir, ist halt wieder diese Variation vom Zwischenparken. Das will ich aber auch nicht. Also zumindest nicht im 128er, weil es hier eigentlich nicht nötig sein sollte. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir irgendwie mal irgendwann auf die Eisenbahn kommen müssen. Das sehe ich als das Problem. Ich meine, jetzt schon 43. Mal in die Finanzen reingucken. Letztes Jahr haben wir natürlich jetzt nicht einen arg wenig, nee, 20.000 im letzten Jahr Gewinn gemacht. Das Problem ist, dass wir unseren Gewinn auch irgendwie gar nicht maximiert bekommen. Das ist so. Ja. Wie sieht es denn jetzt hier oben in Hamm aus? Immer noch 130 Fahrgäste, die dort stehen. Mal ins Verwaltungsfenster gehen. Der Zement-LKW, der Werksbus Freiburg Zement. Na, der ist auch nicht mehr weit weg vom Minus, vom Plus. Also das wird auch langsam. Was natürlich schön wäre, ist, wenn wir ein Fahrzeug bekommen würden, was mal schneller als 58 fährt. Aber davon sind wir auch noch weit entfernt. Oder man könnte in Post gehen. Ist in dem Packset natürlich nicht so einfach wie im Comic-Packset, die Post zu verwalten, weil man für die Post wirklich extra Haltestellen bauen muss. Das ist eigentlich etwas, was man für nachher, wenn wir die Städte mal richtig umbauen. Und mit dem Eisenbahnverkehr würde ich nachher vielleicht vorschlagen, dass man dann auch die Post einführt. Die Post würde ich dann aber auch wirklich nur über die Straße verkehren lassen. Na, wir werden uns auf jeden Fall jetzt mal mit den Steinen hier oben erstmal auseinandersetzen, dass die Steine da reinkommen. Dann kann das Betonwerk zumindest schon mal Beton produzieren, wo das Lager jetzt auch nicht unbedingt sehr groß ist. 44, 88, 22, die Steine machen 44% aus. Straßenfahrzeug RVG White Kühlwagen ist nun verfügbar, bringt uns nichts, wir haben nichts zum Kühlen. Ich weiß nicht, woran mich diese Musik gerade erinnert. Irgendein Sega Mega Drive Spiel. Solail? Mag das sein? Jetzt gehen wir natürlich schon wieder in die Miesen. Ist aber jetzt hier gar nicht so wild. Jetzt müssen wir hier hinten natürlich in eine Brücke investieren, was mir überhaupt gar nicht passt. Die baut er ja automatisch in dem Set. Na. So. Dann haben wir es. Weiter vorlaufen lassen, damit wir ja immer im Plus bleiben. Und dann können wir hier jetzt auch die neue Linie planen. Das ist also so teuer. 1200. Eine neue Linie erstellen. Von hier nach da. Und 100% nicht vergessen. Und dann haben wir hier LKW Stein.
Na? Stein nach Hilden. Betonberg. So. Dann haben wir das auch. Dann müssen wir dann nur zwei LKWs einsetzen. Die sind ja zum Glück nicht arg teuer. Aber da werden wir auf jeden Fall modernere nehmen. Steine, 10 Tonnen kann der. 54 kann der sogar schon fahren. Stein gibt es natürlich keinen Speedbonus. Aber der kann halt die meisten Steine mitnehmen. 54. Durch die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, ob es den auch als für Zement gibt. Tatsächlich. Weil dann sollten wir den vielleicht auf Zement einsetzen, weil Zement ja den Speedbonus bringt. Naja, erstmal schicken wir jetzt davon mal zwei Stück los. Kopieren wir uns den einmal und dann starten wir den. Kann jetzt seine Geschwindigkeit natürlich nicht ausfahren, ist aber auch eigentlich Jacke die Hose, weil auf Steinen gibt es keinen Speedbonus. Aber die beiden anderen hier oben, die sollten wir vielleicht austauschen. Erstmal werden wir jetzt mal veraltetes Material austauschen. Müssen uns mal das Ölkraftwerk oben sowieso mal angucken, ob das überhaupt ausgelastet ist. Weil wenn nicht, das ist auch eine relativ schnelle Geldquelle. Schöne ist ja, wenn wir den Beton erstmal zum Materialkrusten nachher geschafft haben, dann ist es halt so, dass in den meisten Packsets oder in den meisten, ja, ist halt bei langen Industrieketten ist halt meistens der Endverbraucher das, was richtig Kohle bringt. Deswegen sollte man sich das vielleicht überlegen, ob wir hier nicht alsbald auch die Materialgroßhandel hier unten anschließen. Hier ist jetzt sogar noch ein Monument dazu gekommen. Auch nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, erstmal sollten wir uns auf veraltetes Material konzentrieren, dass wir das ausgetauscht kriegen. Und das sind hier schon drei Fahrzeuge, hier sind es fünf insgesamt. Und jetzt habe ich mir fast gedacht, ist bei dem Güterzug auch schon die Dampflok veraltet. Ja. Aber bis wir Eisenbahn austauschen können, das dauert noch. Also Ölkraftwerk ist auf jeden Fall nicht ausgelastet, so viel steht fest. Da ist noch Luft nach oben. Produziert wird hier auch genug. Und ist ja noch nicht mal Strom angeschlossen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Schön wäre es natürlich, wenn jetzt irgendwo hier so ein Kohlekraftwerk auftauchen würde. Weil wir dann auch relativ schnell viel Geld generieren könnten. Dann müssen wir uns mal gucken wir uns mal jetzt mal die Steinlinie von vorhin an. Stein, Freiburg, Zement, Betonberg. Stein, Hilden, Betonberg da. Also macht auf jeden Fall auch ein Plus. Wenn wir hier mal reingucken. Ja, das Problem ist halt, dass durch diese Infrastruktur bringt uns dieses Plus nichts. Damit bezahlen wir gerade vielleicht mal die Straße, die wir da hochgebaut haben. Aber mehr bezahlen wir davon auch nicht, also oder mehr verdienen wir daran auch nicht momentan. Also wir müssen echt gucken, dass wir den Beton da runterkriegen jetzt. Sonst hat das für mich keinen Zweck. Das kostet natürlich auch wieder. Naja. 180 müssten. Wobei das, ja, ich will, aber den, ja, alles ein bisschen schwierig hier. Aber ich will die LKWs auch nicht unbedingt jetzt hier direkt an der Hauptstraße anfahren lassen. Die würden nämlich auf Dauer dann die Busse so ein bisschen behindern. Guck mal, hier könnte man zum Beispiel auch mal eine neue Bushaltestelle hinsetzen. Nee, das lohnt sich noch nicht. Ja. Gehen wir mal hier zwei Stücke noch hoch. Dann bauen wir hier den Anschluss hin und jetzt gucken wir mal, wie viel Beton hier oben schon auf Lager ist. Der ist schon fast voll.
Holla, die Waldfee. Also wir müssen Beton da rausschaffen, das hat keinen Sinn. Weil das läuft uns voll. Und fahrende LKWs verdienen kein Geld. Also, und dann noch so ein Öko-LKW da, das geht gar nicht. Da bleibt uns ja nichts anderes über. Neue Linie erstellen. Da wird angeliefert, da wird. Also jetzt müssen wir noch einen. Hier auch nochmal irgendwie was extra bauen. Damit die LKWs nicht blockieren. Hinzufügen 100% und dann fahren wir hier runter und dann starten wir erstmal nur den einen, damit wir nicht wieder hier zu stark ins Minus kommen. Und Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, wobei wir damit jetzt natürlich wieder unsere Infrastruktur nicht gedeckt kriegen mit nur einem LKW. Oh, ist das alles. Der fährt jetzt auch erstmal einen Umweg, weil ich jetzt auch wieder keine Infrastruktur darunter bauen will, weil dann verdienen wir auch wieder nichts dran. Das ist mir in einer sehr prekären Situation. Die Fabriken sind nicht sehr gut gespawnt. Kann auch nur 5 Tonnen transportieren, das ist ja ein Witz. Da kosten die Haltestellen ja mehr als der LKW verdient. Da müssen wir auf jeden Fall mehr losschicken, das hat keinen Sinn. Starten. Ah, nee, ja, verkehrte Linie. Meine Güte. Steinhildenbetonwerk war das, oder? So, auf jeden Fall irgendwas mit Stein. Hallo? Bin ich jetzt blöde? Oh, jetzt müssen wir den LKW wieder raussuchen. Das gibt's doch nicht. Gucken wir mal hier rein. Können wir trotzdem weiterlaufen lassen. Ich muss den aber auf jeden Fall da wegkriegen. Da, genau, der da. Den schicken wir erstmal zurück zum Depot. Jetzt hat er die Steine natürlich im Moment blockiert. Ist es aber nicht ganz so wild, weil die Steine ja schon. Oder das Betonwerk sowieso schon voll ist. Holen wir uns den erstmal zurück und dann kriegt er da die neue Linie zugeteilt. Bleibt da. Da ist er. So. Jetzt aber los. Die umbenannte Linie ist das. Dann können wir die auch gleich mal benennen. Ja, das ist jetzt interessant. Jetzt haben wir natürlich 2 Monate wieder mit Miesen. Auch nicht schlecht. Ich dachte eigentlich, dass man mit Öl genug Geld am Anfang verdienen kann, aber hier habe ich mich wohl geirrt. Kohle wäre besser gewesen. Kohle wäre eindeutig besser gewesen. Naja, naja, naja. Wir haben das Plus zumindest, das Minus zumindest ausgleichen können. Ja. Gut. Haben wir heute einiges geschafft. Karlsruhe hat einen Stadtbus bekommen. Das Betonwerk, oder also die Industriekette mit dem Beton ist jetzt auch soweit erstmal angeschlossen. Zwar noch nicht optimal, aber das kann man ja in den nächsten Folgen noch nachholen. Dass man da auch mit den Straßen nochmal ein bisschen variiert. Und ja, dann war es das von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder gestern oder heute nochmal im Server-Einblick vom Comic Let's Play und Comic Let's Play, sage ich auch, von dem Comic-Server-Spiel. Und ansonsten, ja, erwartet euch heute eigentlich nichts mehr hier auf dem Kanal. Morgen geht es dann weiter mit Minecraft. Wie gesagt, ich entschuldige mich auch dafür, dass jetzt am Montag so viele Videos gekommen sind. Das liegt aber halt einfach daran, dass ich erstmal wieder eine gewisse Ordnung bei mir in den YouTube-Kanal reinbringen möchte. Und ja, wie gesagt, ansonsten bis zum nächsten Mal reingehauen. Bis dahin, ciao, ciao.